Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Seluana. Schön, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Tina und ich bringe euch die Prognosen und Tendenzen für den Monat Juni mit. Ja, in der Tat haben wir jetzt fast ein halbes Jahr um. Kaum zu glauben, ne? Ja, ich staune auch, wie schnell die Zeit doch rast, ne? Ich möchte auch direkt beginnen. Und ich möchte euch eine schöne Idee mit an die Hand geben. Ich habe hier ein ganz tolles Foto, beziehungsweise nicht ein Foto, ein ganz tolles Bild geschenkt bekommen. Und das ist von meiner lieben Freundin. Die hat das hier alles selber geschrieben und gemalt. Aber was ich euch sagen möchte, ist, da steht also drauf, glaube immer daran, dass gleich etwas Wundervolles passieren wird. Und ich habe diesen tollen Bilderrahmen hier bei mir im Wohnzimmer stehen. Und immer wieder, wenn ich jetzt halt hier vorbeikomme, dann sehe ich immer diesen tollen positiven Spruch. Und vielleicht ist das ja auch eine Idee für euch. Es muss ja jetzt nicht direkt so ein Bilderrahmen sein, den ihr euch dahin stellt, aber es reicht ja vielleicht auch ein kleines Zettelchen, wo ihr euch einen positiven Spruch vielleicht draufschreiben mögt und dahin posten, wo ihr am Tag mehrmals vorbeikommt. Also das prägt sich dann eben halt auch ein. Dieses Positive, ich habe da zum Beispiel eben halt auch immer direkt ein Lächeln auf den Lippen und im Gesicht und erfreue mich daran. Die Idee kam mir und die wollte ich euch gerne mitteilen. So, ich habe wieder meine Lenormand-Karten mitgebracht und für diejenigen, die eben halt bei mir noch nicht zugeschaut haben, so möchte ich eben halt sagen, dass wenn du eine Frau bist, du in meinem Kartenblatt die 29 die Dame bist und die 28 der Herr ist dann dein Partner oder Wunschpartner. Und solltest du ein Mann sein, der hier zuschaut, dann ist das deine Wunschpartnerin, deine Partnerin. Und solltest du gleichgeschlechtlich sein, dann ist das für die Damen hier die Herzensdame und für die Herren ist es dann hier der Herzensmann. Da bitte ich euch dann umzudenken. Ja? Okay, zum Schluss mag ich noch eine Karte aus dem Deck Liebes Orakel Amors Botschaften ziehen. Ja, ich habe hier noch zwei andere Decks liegen, aber da lasse ich mich inspirieren, ob ich da auch noch eine ziehe oder. Da war eben halt mein Hauptimpuls, diesmal gewesen, eine Karte aus diesem Deck zu ziehen. Das kennen bestimmt viele, dieses Deck. Ja, dann lege ich gleich mal los. Ich bin jetzt erstmal eine kurze Weile ruhig und dann schaue ich mal, was ich hier an Prognosen und Tendenzen für euch zeigen mag. Es ist natürlich so, dass es auch über den Juni hinausgehen wird, was hier an Prognosen und Tendenzen liegt. Aber der Hauptteil, sag ich mal, den ich jetzt hier erwähnen werde, wird sich jetzt hier im Juni ereignen und sich dann höchstwahrscheinlich halt auch über die anderen Monate noch hinausziehen. So, dann bin ich mal gespannt, was ich da jetzt zeigen mag. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. So, die weibliche Hauptpersonenkarte ist hier schon am Ende des Karten, an der Kartenreihe, gefallen. Nur mal so zur Info, liegt im Haus der Blumen. Manchmal bekomme ich ja direkt Impulse, wo ich was sage, und manchmal braucht es eben halt noch ein bisschen. So, da sind die Männer. Im Haus des Mondes, sehr nachdenklich, sieht man halt auch daran, dass das ganze Kartenblatt über der männlichen Hauptpersonenkarte liegt.
Und liegt da halt auch, wie gesagt, halt auch im Haus des Mondes. Mond spricht halt auch hier so von, ja, Melancholie im Haus der Psyche. Da scheint es den Männern eben halt auch vielleicht im Moment, Gegenwart, eben halt nicht ganz so gut zu gehen. Sie denken hier über eine Trennung nach, über eine Trennung, die vielleicht jetzt hier über eine Nachricht erfolgen wird. Entweder wollt ihr selber diese Nachricht eben halt schreiben. Oder mir kommt auch so ein Impuls, dass da vielleicht halt auch eine Nachricht schon irgendwo halt gekommen ist, die jetzt viel in Bewegung bringt in euren Gedanken. Ich nehme nämlich halt auch hier direkt wahr, dass das, was hier in der Vergangenheit eben halt auch liegt, dass hier sehr viel Kummer im Herzen stattgefunden hat. Na, für mich sind aber die Eulen nicht nur Kummer und Zweifel und Sorgen, sondern eben halt auch, das spricht so von einer Befreiung. Ich weiß jetzt eben halt von vielen von euch, aus meinen eigenen Beratungen heraus, dass sich viele eben halt auch, was Herzensthemen betrifft, eben halt auch viel Befreiung im Herzen stattgefunden hat. Ja? Die Kombination von Eulen und Störche spricht eben halt auch davon, von wirklich nicht nur so ein kleinerer Umbruch schon, sondern ein größerer Umbruch. Und das kann eben halt hier in der Tat mit einer Trennung eben halt zu tun haben, weil der Turm eben halt hier auch von einer Trennung spricht. Vielleicht geht es hier sogar bei manchen darum, wo es schon um weitere Schritte geht, wie Gerichtsverhandlungen, Behördengänge etc. Ja? Mal sehen, ob ich da jetzt eben halt gleich noch einen stärkeren Impuls dazu bekomme, was es da eben halt wohl so sein kann. Denn was ich hier sehen kann, ist hier im Haus der Herren, da liegt die Schlange. Die Schlange ist ja halt auch eine andere weibliche Person in meinem Kartenblatt, spricht aber auch von Umwege, Schwierigkeiten, Komplikationen. Sie spricht aber auch von Heilung, ne? Das vergisst man eben halt häufig mal so in Bezug halt auch auf die Schlange. Ne? Aber das möchte ich jetzt hier eben halt auch mit erwähnen. Was ich aber hier sehe, ist eben halt, dass die Schlange nun halt auch im Haus des Herrn liegt. Und das spricht halt auch für mich immer so davon, dass es da eine Frau noch gibt, die eben halt auch für diesen Herrn eben halt auch noch wichtig ist. Sonst würde sie sich nicht an diesen Platz hinlegen. Wenn ich aber hier den Mann charakterisieren möchte, so wie er im Moment eben halt, wie er sich im Moment eben halt auch so zeigt, ist es für mich eben halt so, dass er sich in irgendeiner Situation irgendwo halt auch noch windet und sich schwer tut mit irgendetwas. Also Näheres habe ich jetzt momentan noch nicht, deswegen sage ich erstmal so allgemein mit irgendetwas. Ne? Wie gesagt, ich denke schon, dass es hier mit diesem Thema Trennung oder Nein, Nein sagen eben halt auch zu tun hat. Weil der Turm auch oftmals eben halt so ist, was für ein Nein steht. Ne? Ansonsten ist es hier halt auch mit dem Turm in den Gedanken für mich halt auch so, dass man wirklich so straight ist, ein Ziel so verfolgt, nicht nach links und rechts schaut, was aber auch eben halt auch ganz gut sein kann. Von daher lässt man sich nämlich hier halt auch nicht ablenken, ablenken von anderen zum Beispiel, ne? Was habt ihr denn vor euch liegen? Ihr habt hier vor euch liegen eine Chance, die sich eben halt hier bietet. Das Kleeblatt spricht ja immer ja, von einer Chance beziehungsweise von einer Zuversicht, auch von einer Hoffnung, einer Hoffnung, die davon spricht, ja, mir kommt hier mit der Lilie rüber von. Ja, etwas in Harmonie eben halt auch zu bringen, etwas in eine Mitte zu bringen, etwas, wo es aber auch für mich hier auf jeden Fall auch um Finanzen geht, nämlich um die Unterstützung im finanziellen Bereich, von einer Einigung, die eben halt hier mit dem häuslichen Bereich zu tun hat. Das ist das, was mir als erstes so am Impuls rüberkommt. Und hier liegen immer halt auch da auch die intensiven Gedanken eben halt darüber. Vielleicht ist es in der Tat so, dass bei dem einen oder anderen es so ist, dass man eben halt hofft,
Ja, dass wenn es, auch wenn es dann eben halt zu einer gerichtlichen Verhandlung kommen mag, dass man sich da eben halt gütlich einigt, dass man da eben halt den Ausgleich findet, etwas in Harmonie zu regeln. Also das ist kurz gut und gut gesagt, dass es da einfach schlichtweg nicht zum Stress kommt, dass man eben halt sagt, hey, wir trennen uns jetzt hier zwar, aber ich möchte wirklich, dass das hier alles glimpflich vonstatten geht. Und gerade was eben halt den finanziellen Bereich betrifft, das ist ja so mit der Hauptfaktor von Streitigkeiten, ne? Die Finanzen, ne? Dass man sich da in der Tat eben halt gütlich einigt, dass hier die Männer sagen, Mensch, ich will dich doch unterstützen und ich lasse dich doch hier gar nicht fallen. Ich möchte doch eben halt auch hier finanzielle Unterstützung eben halt auch leisten, aber bitte, bitte lass uns hier irgendwie nicht streiten. Und da scheinen doch ganz stark die Gedanken darum zu kreisen. Denn wie gesagt, hier scheinen größere Umbrüche stattgefunden zu haben. Hier sind die Männer sind sich selber treu geblieben, treu geblieben, was eine Entscheidung betrifft, nämlich die Entscheidung in der Tat ja, einer Trennung, einem Nein treu zu bleiben. Auch wenn das wirklich hier wirklich viel Kummer verursacht hat. Sagen Sie sich eben halt aber, sorry, es geht nicht mehr. Es hat mich so viel Kraft gekostet in der Vergangenheit und ich bleibe dabei, ja. So, das ist das, was ich hier wirklich so als erstes wahrnehme. Jetzt schaue ich mal weiter, was ihr hier halt noch weiter in der Zukunft liegen habt. Da irgendwie, nein. Das war nicht der richtige Impuls. Habe ich direkt schon gemerkt beim Ansatz meines Satzes, dass ich da nicht weitermachen soll. Es gibt hier bei mir im Kartenblatt sogenannte Wegweiserkarten. Und ein guter Hinweis für den Juni ist eben halt, ist das ein Wegweiser, was unter dem Kreuz liegt. Also das Kreuz spricht für mich eben halt. Ja, von Karma, von Schicksal, von das, was sowieso unweigerlich kommt. Also da hat die geistige Welt die Hand drauf und das sind eben halt Dinge, die unwiderruflich kommen. Und das, was unter dem Kreuz liegt, wird eben halt unwiderruflich an Aufgabe, an Thema eben halt kommen. Und da liegt eben halt das Haus, mit den Lilien dabei. Und da geht es hier für mich eben halt auch mit dem Haus nicht nur in Anführungsstrichen hier um den häuslichen Bereich, sondern eben halt wirklich in der Tat ja um Dinge zu planen, um Dinge vernünftig halt auch anzugehen, nicht zu stark in die emotionale Schwankungen eben halt zu kommen, sondern wirklich sowas von Sachlichkeit. Ja, etwas, wo es für mich hier so, mir kommt sowas von Teilen, von Ruhe und Frieden, von Stabilität und Fundament. Wie gehen wir jetzt in Zukunft miteinander um? Die Situation ist sowieso schon, mir kommt da sowas von haarig genug, von. Vielleicht halt auch schmerzhaft genug, es kann gut sein. Von das, was ich gerade schon sagte, so lass es uns doch bitte wirklich gütlich und in Harmonie regeln. Das wird ganz wichtig sein, denn mir kommt es so rüber, ich habe hier gerade ganz stark den Impuls, euch mitzuteilen, dass man so in diese Vernunft geht, auf so eine Art von Basis kommt. Denn wenn wieder in die Emotion verfallen wird, dann könnte man eben halt auch rückfällig werden, dann könnte man in einen Kreislauf wiederkommen. Und dass ein Zyklus, der höchstwahrscheinlich beendet werden möchte, ja nochmal von vorne beginnen kann. Und ich glaube, und so wie mir das hier rüberkommt, ist das nicht nur so von oben gewünscht, sondern eben halt auch, ich komme jetzt erstmal so auf die Männer zu sprechen. Also hier ist ja halt auch noch die Dame, die hier halt ja auch in dem Teil hier drin liegt, dabei. Da komme ich ja gleich noch zu.
Aber mir kommt erstmal so stark dieser Impuls, dass das hier bei euch Männern so in Anführungsstrichen, sag ich mal, salopp abgeht. Ja? Nämlich dieser ein weiterer Wegweiser ist das, was hier so unter der Sense liegt. Und das spricht ihm halt so von Plötzlichkeit. Ja? Von plötzlich könnte nämlich dann schon hier etwas an Emotionalität aufkommen. Wo Emotionalität und Finanzthema, das bringe ich mal direkt mir hier hinein, eben halt auch aufkommen, wo eben halt genau das passieren könnte, dass so etwas von, ja, wie soll ich mal sagen, Mitleid oder von einem Gefühl aufkommt, ach Mensch, ne, das tut mir so leid und ich will das doch eigentlich gar nicht, dass man eben, wie gesagt, so in diese Emotionalität abrutscht, dass da so ein bisschen die Gefahr besteht, eben halt in etwas zurückzuverfallen, was man eben halt kennt. Ein Muster, ein Denkmuster, ein Verhaltensmuster. Und das möchte ich euch letztendlich so mit auf den Weg geben. Bleibt in der Stabilität, so will ich das mal sagen. Deswegen werden sich eben halt womöglich hier die Wolken halt auch im Haus des Kreuzes gelegt haben. Das Kreuz sagt ja eben halt auch ja, Herausforderung, Aufgabe. Und die Wolken sprechen ja davon, eben halt, ich sag halt auch da ganz gerne mal so über den Schatten zu springen. Eben halt dieses Nebulöse eben halt aufzulösen, diese Unklarheiten, die da sind. Mir kommt gerade in der Tat, ich nehme das jetzt zwar im Moment gar nicht so wahr, aber der Impuls ist eben halt da, dass man das womöglich schon lange eben halt beiseite geschoben hat, diese Unklarheiten. Und jetzt eben halt sagt, Mensch, das ist jetzt dran, das ist jetzt an der Zeit, diese Wolken eben halt, diese dunklen Wolken hier, wie man so schön sehen kann, eben halt wegzuschieben, aus Kartenbild hinaus zu schubsen, sag ich mal so, ne? Das wird so diese Herausforderung sein. Jetzt habe ich gerade den Impuls, Unklarheiten. Wo drin liegen denn diese Unklarheiten? Was ist denn da unklar? Wo wird man daher herausgefordert, eben halt diese Wolken eben halt beiseite zu schieben, damit eben halt hier diese klare Sicht kommen kann? Und da habe ich das Buch im Haus der Unklarheiten liegen. Also da gibt es in der Tat Geheimnisse. Geheimnisse, es liegt etwas im Verborgenen mit dem Buch, schon was womöglich schon lange im Verborgenen liegt. Mit dem Baum spricht man ja von einer langen Zeit. Und wo jetzt, ich bringe den Satz jetzt nochmal, wo es jetzt an der Zeit ist, eben halt das, was im Verborgenen gelegen hat, zu lüften. Und das sehe ich halt auch daran, denn im Haus des Buches liegt die Sense. Und die Sense sagt mir in Verbindung mit dem Haus des Buches, so, jetzt wird es geöffnet, jetzt schlagen wir das Buch auf, damit etwas Neues entstehen kann, damit es in der Tat vom Schicksal einen Neubeginn geben kann, neue Schritte geben kann, einen Aufschwung geben kann, ja, mir fehlt noch ein Wort mit dem Kind, mit dem Aufschwung, einen Schritt nach vorne. Ja, mir kommt etwas sowas von etwas Neues darf geboren werden. Ja, das ist jetzt an der Zeit. Das hat schon viel zu lange hier im Geheimen gelegen. Warum auch immer, das meine ich halt alles wertfrei. Aber es ist eben halt so, dass da etwas schon ganz lange schlummert, wo die geistige Welt jetzt halt auch sagt, hier ist das Kreuz, legt sich eben halt auch im Haus der Sterne, wo die geistige Welt sagt, hey, jetzt darf es aber hier mal vorwärts gehen. Liebe Leute, ihr dürft jetzt ein Schrittchen machen. Jetzt geht es hier vorwärts. Ihr habt genug gelernt. Ihr dürft jetzt über euren Schatten springen. Ja, das kommt mir hier in der Tat ja, so rüber. Ich weiß, dass ich hier die Seite noch ein bisschen vernachlässigt habe. Das ist mir klar. Aber ich habe jetzt gerade den Impuls, hier erstmal dran zu bleiben. Und zwar kommt mir jetzt dieser Augenmerk eben halt hier auch zu der Diagonalen. Das ist halt auch schon diese weitere Zukunft, die ich hier sehen kann. Der Mond im Haus der Liebe, des Herzens,
Da liegt der Mond in der Tat sehr gerne. Ja, gibt es also irgendwo schon lange eine Verbindung, eine innige Liebe, will ich mal so sagen? Ja, wie soll ich das mal sagen mit der, ich war ja jetzt auch auf weiterer Zukunft, da möchte ich jetzt immer halt auch dranbleiben, wo man sich schon auch, ja, mir kommt da so was von immer, von Gefühl von, ja, lange gibt es das schon, lange ist da schon so eine innige, tiefe Liebe da, ja, wo ich angekommen bin, wo ich halt auch in der Verbindung angekommen bin, da ist die Verbindung, hat für mich ein Zuhause gefunden, was schicksalhaft bedingt ist, aber wo Ängste, ja, wahrscheinlich, weil es ja hier auf Zukunft auch noch liegt, wo immer noch Ängste eben halt mitschwingen, wo womöglich auch das noch weiterhin zögerlich vorangehen wird. Aber wie ich gerade schon eingangs sagte, jetzt so die ersten kleinen Schrittchen, oder die ersten kleinen Bausteinchen, die ich aber jetzt hier nicht als Hürde nehmen möchte, die Steinchen, sondern eben halt, wo die ersten Schritte gelegt werden, die aber trotz alledem erst zögerlich kommen können. Also ich hoffe, dass ich das jetzt so gut rübergebracht habe. Also ich habe hier so das Gefühl, dass es hier zwischen den beiden Personen, die ja eine schon eine lange innige Liebe gibt. Und wo es jetzt so quasi an der Zeit ist, den nächsten Schritt zu tun, das Buch geöffnet werden darf, wo die geistige Welt eben halt so die Hand drauf hat, wo zwar, wie gesagt, der erste Schritt gemacht wird, aber eben halt noch es noch nicht so schnell vorwärts gehen kann, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Jetzt kann man ja sagen, ja, aber das ist doch schon so lange und ich warte doch schon so lange oder wir warten ja schon so lange auf diesen Zeitpunkt X, dass sich da hier etwas stabilisieren darf, dass sich hier etwas festigen darf, dass etwas gelebt werden darf. Aber es scheint der, wie gesagt, der Grundstein, die Basis wird wohl jetzt gelegt. Aber es gibt eben halt immer noch Dinge, und da komme ich hier auch noch mal auf die anderen beiden Personen gleich zu sprechen. Hier insbesondere halt, ja, was heißt insbesondere Quatsch, was ich da sage? Also insbesondere, so will ich das sagen, hier die andere weibliche Personenkarte und die andere männliche Personenkarte, wo eben halt immer noch Dinge geregelt werden dürfen. Aber ich sehe das irgendwie so, alles strebt, ich weiß nicht, ob ihr das auch so wahrnehmt, alles strebt hier so zwischen Herr und Dame, zu der Wunschpartnerin eben halt auch hin, zu der Partnerin, die einem am Herzen liegt. Das kommt mir hier irgendwo so rüber. So, und jetzt komme ich halt auch hier zu euch Damen. Ihr liegt im Haus der Blumen. Finde ich hervorragend. Ihr schaut erstmal halt auch ins komplette Kartenblatt rein. Für mich heißt das eben halt auch so, ihr gebt hier gar nicht mehr so die Vergangenheit preis. So will ich das mal sagen. Trotz alledem wird es höchstwahrscheinlich so sein, da ihr im Haus der Blumen liegt, dass es euch recht gut geht. Im Haus der Blumen, das ist ja die Freude, das Haus des Spaßhabens, ihr habt Heilung vorgenommen, ja, weil die Blumen sind halt auch für mich die Heilung, aber auch ihr, für irgendetwas wart ihr, was in der Vergangenheit gewesen ist, dankbar. Das kommt mir hier so rüber. So, ihr habt hier die Mäuse mit Kind und dem Buch hier vor euch liegen. Ja, da ist ja irgendwo hier noch so eine Angst. Womöglich, dass wenn hier euer Gegenüber den Schritt auf euch zu geht, irgendwo so die Angst noch mitschwingt, weil ja da schon so ein langer, langer Zeitraum zwischen euch ist, dass ihr Angst habt, geht es denn nun halt hier auch wirklich weiter? Geht es denn hier halt auch in die richtige Richtung weiter? Ich traue dem Braten noch nicht so ganz. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, dass das, was mir an Angebot hier gemacht wird, auch
alles wirklich auch ehrlich gemeint ist, ich dem Ganzen eben halt auch vertrauen kann. Ja, da halte ich erstmal inne, weil das darf jetzt erstmal sacken. Das Schiff liegt im Haus der Veränderungen. Auf jeden Fall kommen da eben halt Veränderungen auf euch zu. Generell spricht das Haus, ach, Entschuldigung, spricht das Schiff davon, dass etwas auf euch zukommt. Und das, was auf euch zukommt, dem misstraut ihr noch so richtig, ja, so richtig. So richtig ist gut. Also da ist auf jeden Fall noch Misstrauen. Ja? Was ich euch aber noch bezüglich eurer Vergangenheit mit auf den Weg geben darf, weil da kann noch etwas mitschwingen mit dem Misstrauen. Die Seite des Fuchses, die hier liegt, also das, was für euch in der Vergangenheit liegt, also all das, was ihr gemacht habt, an Heilung, an Selbsterkenntnisse, an Dinge, die ihr für euch, womit ihr euch auseinandergesetzt habt, an Vergnügen, denen ihr nachgegangen seid, an Dingen, die ihr getan habt, die euch gut getan haben, war richtig. Das war richtig. Kommt bitte hier nicht ins Zweifeln. Kommt bitte nicht, ja, wenn da jetzt doch irgendwie was kommt vom Gegenüber, was eben halt hier so ein bisschen an euch nagen könnte, ja, dass jetzt irgendein Satz fällt, ich habe jetzt gerade nichts parat, ich möchte halt auch hier den Männern da jetzt nichts unterstellen, was die eventuell sagen könnten oder wahrscheinlich sogar halt auch schreiben könnten. Schreiben deswegen, weil im Haus des Fuchses liegt der Brief. Und mit dem Brief da, also die Nachricht, die da kommen wird, da kann etwas drinstehen, dem ihr irgendwo etwas misstraut, sag ich eben halt auch mal, ne? Geht bitte nicht hier in die Ängste. Bleibt schön bei euch. Schiebt aber nicht das, was euch an Misstrauensgefühl kommt, nicht beiseite, sondern geht erstmal mit den Wogen mit, geht erstmal mit dem Fluss mit, schaut euch das erstmal so an, was da eben halt an Veränderung auf euch zukommt, ob es vielleicht halt auch überhaupt reicht. Ja? Vielleicht ist das auch in der Tat zu wenig, was da an Schritt kommt. Vielleicht ist das so ein Mini-Mini-Schritt nach einer langen Wartezeit, die da gewesen ist, wo ihr sagt, also mein Lieber, Scholli, nee, mein lieber Gegenüber, so will ich das mal sagen. Da darf aber so ein Minischritt, Minischrittchen größer, der Minischritt darf auch ein klein wenig größer sein, ja? So unter dem Motto. So kommt mir das eben halt auch hier rüber. Also von daher dürft ihr halt auch hier erstmal abwarten, dürft aber auch hoffen, in die Hoffnung gehen, dass das, was auf euch zukommt, also gar nicht mal so schlecht ist, will ich mal sagen. Wichtig wird wirklich das sein, was jetzt hier euch kundgetan wird, was denn da euch verkündet wird, was denn da so lange im Verborgenen schon gelegen hat, ja? Das ist ja wirklich ganz wichtig, das liegt ja auch mit dem Kreuz dabei, ja? Und das sieht man ja hier nochmal hier auch in dieser Diagonalen, da darf hier die Wolken, die dürfen jetzt mal gehen. Also diese Unklarheiten, immer hier im Regen, im Nebel stehen gelassen zu werden, das darf jetzt halt auch kommen. Und ich weiß, dass ihr das auch wollt. Switche ich hier zu den Männern rüber, ne? Ich weiß, dass ihr das wollt. Und ich sehe hier wirklich gutes Potenzial. Also es ist so ein kleines Annähern eben halt da, noch so, ich weiß nicht so richtig. Ihr dürft aber wirklich hier in eurem Haus der Blumen bleiben. Und wie gesagt, bitte nicht zu sehr in die Angst gehen, ja? Jetzt muss ich gerade schauen, ne, wo mein Impuls halt weitergeht. Da kommt also eine Nachricht.
wo eine Entscheidung mit einhergeht und wo halt auch ein Zeitraum, ein Weg, ja, ich habe das Wort von endlich mal abgeschnitten wird, ja, damit jetzt endlich mal wirklich etwas wieder in Bewegung gehen kann. Das bringt sozusagen den Anstoß zwischen euch beiden, dass da eine Entwicklung fortschreiten darf. So, ich meine, dass ich jetzt da zu dieser Seite im Moment erstmal genug gesagt habe. Und mal zu Beginn des Kartenblattes gehe. So, weil mir nämlich auch mein Augenmerk hier drauf gefallen ist, die Mäuse liegen ja halt auch im Haus des Sarges. Und der Sarg spricht ja eher für mich eben halt auch von Transformation, beziehungsweise eben halt auch von Beenden. Und das heißt nämlich halt auch hier für euch Ängste, Verlustängste, Mangel, Mangeldenken, in das Gefühl des Mangels zu gehen, eben halt ja, zu transformieren, aber eben halt auch zu beenden, ja? Aus diesen Ängsten jetzt rauszukommen. Und das dadurch, dass die Mäuse halt auch hier mit dem Sarg spiegeln, bestätigt das für mich eben halt auch das doppelt, was ich jetzt gerade gesagt habe. Und das, was jetzt kommen wird, was auf euch hier zukommen wird, das spricht für euch von einer Chance, von einer Hoffnung, einmal zu einem, ja, wie gesagt, von einem Gefühl, von einem Verhalten, von Verlustangst, darf jetzt komplett beendet werden, transformiert werden. Aber generell gesehen, so im Außen, dass da letztendlich halt auch, wie soll ich mal sagen, dass auch etwas im Außen, was sich im Außen eben halt auch zeigt, beendet werden wird. Also dieses zum Beispiel hier dieses Abwarten, beziehungsweise was schon lange im Verborgenen gelegen hat, was schon lange nebulös war, das meine ich eben halt. Das kann jetzt hier beendet werden. Und da liegt ja halt auch diese Chance, das Kleeblatt liegt ja auch hier vor den Männern, ne? Also der Impuls kommt jetzt in der, hoppsa, der Impuls kommt jetzt in der Tat von den Männern. Und ich denke, das ist auch gut so, dass da jetzt von den Männern etwas in Bewegung kommt, weil die Frauen ja in der Vergangenheit ihm halt ganz oft den Anstups in umgekehrter Richtung gegeben hat. Also dieses Konto von Nehmen und Geben ist jetzt im Geben-Konto bei euch total erschöpft und im Nehmen eben halt auch erschöpft und jetzt darf der Ausgleich kommen. Jetzt dürft ihr geben und ihr dürft nehmen. Das ist so ein schönes Bild, oder? Also, das fand ich jetzt gerade ganz schön. Es ist aber so, hier liegt der Berg zu Beginn des Kartenblattes. Heißt für mich, dass da jetzt im halt das doppelt und dreifacht sich jetzt hier, ne? Ihr spürt es vielleicht halt auch, Probleme, Blockaden, Hürden, Frust, das kommt jetzt zu diesen Themen. Geht es jetzt vorwärts? Und auch hier sehe ich eben halt hier, der Reiter liegt im Baum, ne? Das hat also auch schon lange, das ist jetzt halt auch schon lange fällig, ne? Und das kommt jetzt hier in Bewegung. Und mit dem Sarg sogar dabei, sage ich, Probleme, Frust und so weiter, was ich gerade schon sagte, werden beendet, weil der Sarg sagt, hier ist Beendigung und es dauert nicht mehr lange. Und da das Kleeblatt von 2 bis 4 Tagen, nehme ich jetzt nicht so ganz wahr, auch wenn das jetzt hier so vor den Männern liegt, also mit dem Kleeblatt und 2 bis 4 Tage, nehme ich doch eher 2 bis 4 Wochen wahr. Und das ist dann dieser Punkt, wo ich gerade schon mal sagte, dass sich jetzt hier vieles im Juni ereignen kann. Also dass im Juni in der Tat schon etwas beendet werden kann. Hier finden Versöhnungsgespräche statt. Hier kommen Treffen, wunderbare Treffen. Wunderbare Treffen, wo dieses mit dem Neubeginn zusammenhängt. Erfolg, Glück, Freude,
Also große Freude. Ich bringe ja jetzt hier halt auch die Blumen in Verbindung mit euch. Ihr liegt ja hier im Haus der Blumen. Ihr dürft euch auf jeden Fall freuen für das, was jetzt kommen darf. Antreffen, an Gespräche. Ja? Ich möchte jetzt hier keine Spaßverderberin sein oder eben, ja, wie sagt man so, Spaß- oder Spielverderberin sein. Aber dadurch, dass es eben halt so ist, die Routen liegen im Haus des Schiffes und da haben wir das Thema. Es wird nicht so alles, wie sagt man so schön, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Hier liegt viel Gold, was glänzt. Die Gespräche, ne? Spaß und das, was hier mit Sicherheit kommt und Freude, große Freude, ja? Aber mir kommt eben halt auch sowas von rüber, dadurch, dass hier halt auch nochmal auch die Klarheit hier dabei liegt, tiefe Erkenntnisse werden da eben halt auch kommen. Mir kommt aber auch eben halt auch so rüber, schwappt jetzt hier bitte nicht in die totale Freude über, sondern bleibt auch auf dem Boden, möchte ich so sagen. Ne? Bleibt, guck mal, wie ich schon die Hängende hier mache. Bleibt in eurer Mitte. Ne? Geht nicht so in dieses Himmelhochjauchzen. Ich glaube, ich lasse das so stehen. Das lasse ich so stehen. Mir kommt jetzt gerade nochmal der Impuls auf die fünfte Reihe. Das ist immer auch für mich eine wichtige Reihe. Sorry, dass ich jetzt so rüber switche. Aber die Männer liegen wirklich stark im Fokus hier für mich. Weil die mittlere fünfte Reihe immer für mich auch eine starke Bedeutung hat. Und da legt sich die männliche Hauptperson eben halt auch rein. Und da wird stark dieser Impuls und das, was ich hier wahrnehme und das, was ich auch schon gesagt habe, von den Männern eben halt auch rüberkommen. So, also, es wird Treffen geben. Juhu! Haben vielleicht schon viele drauf gewartet. Jetzt komme ich mal hier, jetzt gehe ich hier mal weiter rüber. Jetzt schauen wir mal hier, was hier noch die anderen Personenkarten hier im Kartenblatt zu sagen haben. Da habe ich den Bären im Haus des Turmes, der sich hier zurückzieht, der sich hier ja, isoliert, zu dem man halt auch Nein sagt, wo eventuell halt auch ein Mann sagt, hoffentlich wird da Nein gesagt, in Richtung der Wunschpartnerin. Also hoffentlich sagt die Wunschpartnerin Nein zu dem anderen Herrn, das hofft er. Hier nimmt man schon Abstand von einer anderen männlichen Person. Ich ziehe jetzt mal eben halt zu der Karte die andere weibliche Personenkarte mit ein, denn der Anker spricht vom Festhalten. Also das heißt, die andere männliche Personenkarte und die andere weibliche Personenkarte halten beide an ihren Partnern noch fest. Aber schaut mal hier, da wird es Veränderungen geben. Und auch die Damen werden da Veränderungen reinbringen in Bezug halt auf das jetzige Gegenüber. Ja, da wird es eine Befreiung geben. Also das, was anscheinend hier die Männer schon hinter sich gebracht haben, werden die Frauen jetzt, ich will mal sagen, so nachziehen. Und da kann halt auch noch so dieses Zögerliche kommen. Womöglich eben halt auch hier von Zyklus, was ich hier eben halt auch wahrnehme. Naja, irgendwie hatte ich das ja schon mit dir gegenüber, ne? Und da ist es dann halt auch leider, warum auch immer, nicht weitergegangen. Und ausgerechnet jetzt, nach so langer Zeit, soll das da weitergehen? Könntet ihr euch fragen, ja? Aber ich habe euch ja gerade schon gesagt, das sieht schon sehr gut aus. Ich gehe aber jetzt mal, bevor ich jetzt wieder darüber switche, gehe ich hier mal weiter, ja?
Hier hat sich halt auch noch mal eine sogenannte Wegweiserkarte für mich ins Kartenblatt auf diese Seite gelegt. Und zwar ist das der Schlüssel. Der Schlüssel ist immer eine Karte, wo etwas mit Sicherheit geschieht, beziehungsweise wo etwas halt auch mit Sicherheit, ja, wie ein Schlüssel, ne, aufgeschlossen wird, abgeschlossen wird, ein Thema erschlüsselt wird. Und da liegen eben halt hier schon halt auch hier die Eulen darunter. Also da wird, ich nehme hier halt auch ganz simpel wahr mit den Eulen, dass die sprechen halt auch oft von Anruf, ne? Dass da ein Anruf kommen kann. Weiß ich jetzt auch nicht warum. Ich habe jetzt Anruf gesagt. Für irgendjemand wird es so sein, wo ein Anruf kommen wird. Wo anstatt womöglich hier auch durch eine schriftliche Nachricht, hier durch einen Anruf etwas in Gang gebracht wird, sage ich mal so. Ne? Wo man eben halt aber hier sich, wie soll ich mal sagen, im Klaren wird, dass man hier dieses Thema der Eulen, wie soll ich das mal sagen? Also, dass man das ergreifen wird, dass man dieses Thema angehen wird. Genau, so kann man dazu sagen, dass man das Thema angehen wird. Man wird sich bemühen, sich zu befreien von diesem Festhalten. Also da ist schon ein gutes Potenzial von Wille eben halt auch dabei, ne? Weil auch hier der Wille dabei liegt. Weil auch hier zu diesem Mann sehr viel Liebe ist. Hier habe ich auch das Herz im Haus der Sonne. Ne? Da ist viel Bewusstheit. Ja, da ist viel von, ja, so von angekommen sein, kommt mir eben halt auch so rüber. Wie ich gerade schon mal sagte. Wenn ich mir hier die beiden anderen Personenkarten anschaue, ich gehe nochmal von dem Bär jetzt erst aus, der den Ring mit dem Berg im Kopf hat. Also er hat hier die Beziehung im Kopf, die Beziehung, die Ehe, die Verbindung, aber auch, wie ich gerade schon mal sagte, die Kreisläufe, wo er sich anscheinend jetzt auch drüber klar wird, wo er sich womöglich jetzt halt auch zurückzieht, um in diese Klarheit zu kommen. Wo er sich sagt, immer diese Probleme, immer dieser Frust, immer dieser Stress, der da ist, diese Hürden, irgendwo kommt mir da also auch schon hier rüber, dass man sich sagt, wenn ich das hier nämlich hier auf Diagonale sehe, auf Zukunft sehe, also irgendwie möchte ich das auch nicht mehr. Ich muss jetzt mal mit meinem Gegenüber hier ein klärendes Gespräch führen. Halten wir jetzt hier an unserer Verbindung fest? Oder was ist das hier zwischen uns? Wir müssen doch mal wirklich jetzt hier ins Eingemachte gehen. Ich halte das auch nicht irgendwie immer aus. Dieser Stress, dieser Frust, ich habe auch Frust. Ne? Ich möchte auch glücklich sein. Ne? Ja? Was ich hier auch noch so wahrnehme, das hatte ich jetzt gerade auch schon. Also der Bär, der hat ja halt auch hier die Schlange unter sich. Wie gesagt, auch eine andere weibliche Personenkarte. Ich möchte gar nicht abstreiten, dass der eine oder andere Mann hier auch noch eine andere weibliche Person in sich spürt oder bei sich hat, der aber eben halt die Frau so hier, weil sie ja unter ihm liegt, eben halt ein Stück weit beiseite schiebt, weil auch hier ja eben halt noch nicht die Klarheit da ist mit der jetzigen Partner, also mit der jetzigen Partnerin. Ja, genau. Ich muss jetzt gerade nochmal innehalten, aber genau so ist es. Und hier liegt also unheimlich viel Klärung in dem Kartenblatt. Vielleicht das spürt ihr das eben halt genauso wie ich. Ich komme hier mal zur Schlange, die, wie gesagt, hier im Haus des Herrn liegt. Für sie halt auch charakterisiert, weil der Mann, also im Haus des Mannes, charakterisiert ist es ja halt auch die männliche Seite, halt auch die aktive Seite, jetzt eben halt auch was zu tun. Sich eben halt auch hier, ich habe auch hier, wie gesagt, für Befreiung eben halt da liegen. Ja,
Befreiung von Abhängigkeiten, die höchstwahrscheinlich hier mit diesem Mann zu tun haben, die halt auch irgendwie nämlich hier war, da halt auch mit dieser Trennung eben halt auch zu tun haben, ja. Die anderen Damen haben eben halt hier den Bär mit Ring und den Berg im Kopf. Da nehme ich halt auch sowas von festgefahren eben halt auch so wahr, dass dadurch, dass es da nicht weiterging, es eben halt auch zwischen den beiden nicht weitergehen konnte. Und dass sich das alles jetzt so peu à peu entzerrt, mit dem Berg hier zu Beginn alles wirklich noch etwas zögerlich und hinderlich vorwärts geht, aber die ersten Schritte auf jeden Fall für mich im Juni getan werden. Und schaue ich hier mal auf die Diagonale für die anderen Damen hier in meinem Kartenblatt. Das schaut mal, wenn ihr euch hier befreit, wie gut ihr dann in euch gefestigt seid, wie gut es euch geht. Das, was die Damen hier schon getan haben, so wird es euch auch ergehen. Und auch wenn es jetzt schmerzhaft sein kann, aber die Zukunftsprognose sieht für euch doch auch sehr gut aus. Und auch für euch Männer hier, für die anderen Männer hier in meinem Kartenblatt. Ihr werdet in euch gefestigt sein, ihr bleibt euch auch treu. Also auch treu in euren Bedürfnissen, Vorstellungen, Wünschen, von Glücklichsein, von Verbindung, von Beziehung, wie ihr es euch vorstellt. Auch ihr könnt euch dann glücklich schätzen. Momentan liegt hier noch die Angst, eurem Gegenüber zu sagen, Schatz, ich möchte mich trennen. So geht es nicht weiter. Du siehst, du kommst auch gar nicht mehr so richtig an mich heran, beziehungsweise mir kommt das gerade so, du kommst nicht so richtig an mich heran. Also irgendwie kommt mir hier irgendwas so von Schutzmantel eben halt auch, ja. Ja, ich habe jetzt gerade den Impuls, das wird der Schlusssatz für mich gewesen sein hier in diesem Kartenblatt. Sehr, sehr, sehr viele Informationen, sehr viel Potenzial, sehr viel Klärung, sehr viele kleine Schritte werden nach vorne getan. Ich bin natürlich gespannt, was hier schon lange im Verborgenen gelegen hat und jetzt zack geöffnet wird und dadurch ein Weg abgeschnitten wird. Eine Entscheidung, zack, bumm, da ist. Etwas Neues wird hier auf jeden Fall kommen, was auf weitere Zukunft, also auch weitere Entscheidungen mit sich bringen wird. Das hatte ich aber auch hier schon gesagt, dadurch, dass jetzt erstmal so das Fundament geschaffen wird. Und dann geht es weiter, Stein auf Stein auf Stein, wird dieses Haus gebaut. Ja, meine Lieben. Ich hoffe, dass ich alles gut rübergebracht habe, verständlich rübergebracht habe und dass ihr da etwas mit anfangen könnt. Würde mich natürlich riesig, riesig freuen. Und ich bin mal gespannt. Ich habe ja auch hier meine Ohren überall, sprich eben halt viele Gespräche im Außen und höre ja eben halt, was sich im Außen tut. Ich lese halt auch viel über die Energien und was die Energien mit euch macht und auch natürlich halt auch mit mir macht. Ich wünsche euch wirklich gutes Gelingen. Ein gutes Händchen, gute Intuition, gutes Bauchgefühl. Bleibt offen im Herzen. Was mag ich noch euch zurufen? Ich glaube, das war's. Ja, ich lege das mal zusammen
und ziehe jetzt die Karte von den Liebesorakel Amors Botschaften. So, die Karten, die kann man immer so schlecht mischen, deswegen mische ich die immer so auf den Tisch. Ich mache jetzt gleich die Augen zu und ziehe halt rein intuitiv für euch ein Kärtchen. So, ich schließe jetzt die Augen. Diese Karte soll es sein. So. Oh, wie schön. Das hatte ich ja gerade ein paar Mal gesagt, die Befreiung. Nur die Liebe wird dich befreien. Lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Also ich mag nicht abstreiten, dass es bei dem einen oder anderen in der Tat um eine neue Liebe gehen kann. Aber wenn da etwas aufgefrischt wird mit jemandem, den ihr schon lange kennt, wo es eine Verbindung gibt, die ihr schon lange, lange habt, dann ist es auch eine neue Liebe. Dann ist die Liebe neu, auf einem neuen Level, auf einer neuen Stufe. Ich zeige euch das Bild mal. Ja, das ist ja auch eine Hingabe, ne? So das Gesicht so nach oben gerichtet. Hier das Gelb mit Bewusstsein und Anbindung hier nach oben. Also ihr werdet, ob das, dass das jetzt eine Frau ist, ist egal. Auch die Männer werden da die richtige Intuition, das richtige Bauchgefühl haben, das richtige Feeling, das richtige Fingerspitzengefühl, die richtigen Worte und zu finden, das richtige Verhalten an den Tag zu legen, sagt man ja halt auch, ja? Ich denke, ich werde keine weitere Karte ziehen und das ist ein wunderschöner Abschluss und ich danke euch fürs Zuschauen und ich freue mich auf den Juli mit euch und ich sage bis bald, eure Tina. Tschüss!